Hallo Freunde der Elektronik und der Reparaturen. Jetzt gleich folgt ein ganz besonderes Video, an dem ich ja Anteile habe. Das Video hat Marc gedreht mit seiner Handykamera und hatte zunächst nur den Zweck, ihn bei der Fehlersuche an einem Revox B226 zu unterstützen. Das heißt, das Ganze ist abgelaufen über WhatsApp heute am Tage. Nach seiner Fehlerbeschreibung war mir schon relativ schnell klar, was das für ein Fehler ist. Ein absolut typischer Fehler, der bei jedem Revox B226 nach einer gewissen Laufzeit auftritt. Lasst euch überraschen, das wird gleich aufgeklärt. Er hat das mit absoluter Professionalität abgearbeitet. Also Respekt, keine Frage. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Man wird gleich sehen, es ist ein gewisses Maß auch an Technikerkenntnis erforderlich, einen Messgerätepark, um ein so hochwertiges Gerät dann wieder in Funktion zu bekommen. Ich möchte da auch nochmal zu sagen, dass das Studium der Serviceanleitung des B226 relativ schnell klar macht, dass das wirklich nichts für Menschen ist, die gerade einsteigen in dieses Thema. Auch selbst sehr erfahrene Radio- und Fernsehtechniker brauchen zum Top-Service Hilfsmittel wie Spezial-CDs, die es definitiv nicht mehr gibt. Es muss mit Spiegeln gearbeitet werden beim Einstellen des CDM1-Laufwerks, was für mich bis heute das beste Laufwerk, CD-Laufwerk ist, was je konstruiert wurde. Ihr werdet das auch im Video gleich sehen. Aber das ist alles nicht mehr verfügbar. Auch das habe ich nicht. Und diese Einstellarbeiten nach der Reparatur sind mir auch immer perfekt gelungen, aber mit relativ viel Aufwand. Aber da hatte Marc heute eine grandiose Idee, die das sehr vereinfacht. Und das alleine ist dieses Video schon wert. Ja, schaut es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bitte, die Videobildqualität entspricht nicht dem, was ich sonst mit meiner guten Kamera hier aufnehmen kann. Aber das tut der Sache überhaupt gar keinen Abbruch. Ich habe dann auch jeweils immer, wenn die Frage quasi von ihm an mich kam, über WhatsApp die Antwort jetzt im Film eingeblendet, damit ist das Ganze rund und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Und Marc, nochmal vielen Dank für die Zusammenarbeit. Das war hervorragend. Prima, super, danke. Hallo mein lieber Jörg. Jetzt drehe ich auch mal ein Video, obwohl ich ja normalerweise gar keine Videos drehe. Ich bin ein bisschen erkältet, deshalb sorry, wenn es manchmal ein bisschen hustet und schnieft im Hintergrund. Ich habe es jetzt nicht lassen können, meinen B226 CD-Player mal aufzuschrauben, weil mich eben auch, wahrscheinlich wie dich auch, die schöne und solide Technik fasziniert. Ja? Also das, ich kann da echt Begeisterung für empfinden, wenn ich mal die Klappe aufmache und stelle fest, hier, das ist richtig aus Metall. Und das hat richtig, ja, sagen wir mal, eine gewisse mechanische Stabilität. Und allein, wenn die Klappe schon zugeht, ne? Oh, klasse. Also, naja, manche können ja für Autotüren eine Begeisterung empfinden. Ich empfinde da eine Begeisterung, wenn die CD-Klappe zugeht. Mir geht das wahrscheinlich auch so. Weshalb ich dich störe und ich hoffe, du findest vielleicht mal Zeit, das Video zu gucken. Weil ich weiß, du hast, bei dir ist immer viel los. Ich habe mir nämlich eine Frage und da bräuchte ich vielleicht mal deine Meinung bitte dazu, weil ich glaube, dass das, weil ich im Internet ein Videos gesehen habe, ist irgendwie auf einem ganz anderen Niveau und die werden mir das nicht beantworten können. Ausgehend von deinem Lagerspiel des Diskmotors, wo ich von ausgehe, dass das der ist, der diese Achse dreht, ist mir aber noch was aufgefallen. Wie du siehst, ist das ein Gerät, was schon offensichtlich mal revidiert wurde. Zumindest haben wir es damals mal so gekauft. Nicht, weil mir sowas keinen Spaß machen würde, sondern weil ich damals keine Zeit hatte und wir eine schöne Anlage haben wollten. Also haben wir eine fertig revidierte gekauft. Deshalb sind wahrscheinlich schon die ganzen Elkos hier getauscht und den Gleichrichter. Leider hat der Kollege aber wahrscheinlich die Optik geputzt und zwar mit einem Lösungsmittel. Und das ist so ein bisschen... Ja, da bräuchte ich vielleicht mal deine Meinung. Wenn du mal auf diesen Pickup guckst, den habe ich so ein bisschen in Position geschoben, ist ganz schwer zu erkennen. Na, vielleicht erkennt man es.
wenn der gerade so im Licht ist, ich halte mir mal mit so einem kleinen Spieß davor, und wenn du mal so außen an der Optik guckst, dann sieht man so gewisse Schlieren drumherum. Kann man es erkennen jetzt? Ich glaube, jetzt kannst du es ganz gut erkennen. Na, kann ich mit meinem Stock noch zeigen? Hier, da so. Siehst du? Ich glaube nicht, dass das Original ist. Ich vermute, dass da jemand mit irgendeinem Lösungsmittel geputzt hat und das dann in die Optik vielleicht eingedrungen sein könnte. Ich sage könnte, weil ich keinen... Ich habe leider nur den einen B226. Ich kann es nicht mit anderen Geräten vergleichen. Da hätte ich ganz gern tatsächlich mal deine Meinung dazu. Ob das jetzt die Optik beeinträchtigt. Doch, jetzt sieht man es, glaube ich, ganz schön hier unten an der Ecke. Ne? Unten rechts an der Optik. Meine Kamera in dem Handy ist nicht so gut. Also es ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, man konnte es sehen. Das wäre meine Frage, ob das vielleicht eine Ursache dafür sein könnte, dass die Leseleistung der bei den CDs nicht so toll ist. Aktuell, der manchmal aussetzt und springt, weil zu den anderen Dingen, also ich habe jetzt noch keine Messungen gemacht, ne? Also keine Betriebsspannung, Restprobe und so, ich gucke erstmal optisch, ob ich irgendwas bemerke, ja? Optische Inspektion. Was mir sonst noch aufgefallen ist, das ist ja wahrscheinlich der Spindelmotor hier, von dem du geschrieben hast, mit den Lagern, und da fällt mir auf, wenn ich den so drehe und ein bisschen Schwung gebe, ne? Der läuft nicht besonders lange aus. Ist das auch normal? Guck mal hier. Kann man das sehen? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da. Ein bisschen Schwung und er bleibt stehen. Tja, ich habe leider da auch keine Erfahrung, wie das beim Spindelmotor bei Revox ist. Ich kenne es nur vom Kapselantrieb des B212. Wenn du da Anschwung gibst, dann läuft der sehr viel länger nach. Ne? Das ist aber wahrscheinlich auch ein ganz anderes Lagerkonzept vermutlich. Zumindest Spiel kann ich hier nicht fühlen. Ich rackel da jetzt natürlich nicht dran rum wie so ein Irrer, sondern mache das ein bisschen gefühlvoll. Aber Spiel stelle ich hier nicht fest, aber eben so ein bisschen relativ schwergängiges Drehen. Weiß nicht, ob das in Ordnung ist, ob das so richtig ist. Vielleicht hast du da ja auch ein bisschen mehr Erfahrungen. Zum Abtastarm an sich, da muss man ja ein bisschen vorsichtig sein bei dem Ding, aber der lässt sich also ganz leicht hier auch verschieben und drehen. Und auch hier, wenn ich hier ganz vorsichtig mal versuche, dran zu wackeln, merke ich auch kein fühlbares Achsenspiel. Also auch das scheint, wenn da jetzt nicht jemand rumverstellt hat, scheint von der Mechanik her zumindest nichts, wo ich jetzt Auffälligkeiten sehe, ne, wo ich sage, da ist jetzt irgendwie ein Lager kaputt oder so, sondern das dreht sich wirklich sehr schön leicht und sauber. Ja, so viel erstmal dazu. Oh, schon tatsächlich 5 Minuten geworden. Jörg, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht dazu mir kurz was tippen könntest. Ich weiß, du bist immer viel beschäftigt mit deinen Videos und wahrscheinlich werden tausende Leute dich was fragen. Ich bin ja nicht böse, wenn es ein bisschen dauert, kein Problem. Aber vielleicht kannst du mir da den einen oder anderen Tipp geben. Ich werde mich sonst jetzt erstmal dran setzen und mal Betriebsspannung messen, Restbrumm messen. Vielleicht werde ich auch eine CD einlegen und dann das Augendiagramm mir mal angucken. Vielleicht finde ich da ja auch was. Auf jeden Fall kann ich dir nachfühlen, dass es Spaß macht, sich mit sowas hier zu beschäftigen, weil das ist irgendwie nachhaltig und wertvoll und kein so ein Jökelkram, wo man sich die Finger dran schneidet. Übrigens musste ich ein bisschen lachen, als du dir den, tut mir leid, aber als du dir den Daumen aufgeschnitten hast an dem Ding. Ja, so ist es leider. Ne? So sind die Geräte leider heutzutage billig, billig, billig. Deswegen möchte ich auch lieber dieses Schätzchen reparieren, als irgendwas Neues zu kaufen. Das verstehst du sicher. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das hätte ich jetzt gar nicht so schnell erwartet. Das hat mich aber, hat mir sehr geholfen, denn jetzt bin ich dem Thema Spindelantrieb noch mal ein bisschen näher gegangen. Ich habe erstmal versucht, bevor ich alles auseinandernehme, die hier mit einer Messuhr die Laufebene zu ermitteln. Aber das Problem ist, wo lege ich die Referenz fest? Also wo bappe ich den Magneten an? Das kann ich am CD-Laufwerk machen, aber das gesamte Gehäuse ist nicht steif genug, um dann nachher eine vernünftige, reproduzierbare Laufebene ermitteln zu können. Also das Einzige, was man machen kann, ist, man kann die Messuhr auf diesen Teller richten, den Teller dann drehen, ja, also diesen Mitnehmerteller, wo die CD drin läuft, und dann feststellen, dass der Gleichlauf hervorragend ist. Also kleiner als 10 Mikrometer Unwucht nur. Super, aber man kann nicht reproduzierbar die Laufebene in der Höhe nachher irgendwie konservieren, dass ich dann später nach der Demontage das wieder auf dieselbe Höhe stellen kann. Naja gut,
Also, das hatte ich probiert, hat nicht geklappt. War, glaube ich, eine gute Idee, aber naja, es ist eben ein HiFi-Gerät und keine Granitmessplatte. Ne? Gut, also was habe ich gemacht? Ich habe das Ding auseinandergenommen und ja, habe eine interessante Entdeckung gemacht. Ich habe nämlich nicht die Schraube rausgedreht, sondern ich habe jetzt den Motor an sich auseinandergebaut. Und also das Erste, was ich sehen kann an dieser Schraube ist, den Strich habe ich jetzt gemacht, weil ich dachte, ich müsste sie drehen, habe ich aber nicht. Kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da kann man es unten sehen vielleicht. Da ist aus meiner Sicht ein kleiner Riss drin schon in der Schraube. Es scheint also gebrochen zu sein. Der geht aber nicht durch. Was man aber hier sieht, ist, ja, also das ist wahrscheinlich eine deutliche Laufspur, ne? Aus meiner Sicht. Also die Achse des Spindelmotors, die da ja drauf liegt, ja, hat sich da deutlich eingearbeitet. Also das sieht man wirklich, und noch ein bisschen Abrieb ist ja auch noch dabei zu sehen. Weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber ich sehe es jedenfalls. Gut, also das war sicherlich die Ursache für den schwergängigen Freilauf. Denn, wenn wir noch mein Döschen hier wegnehmen. Denn jetzt, wenn ich das Gerät, greife ich mal von unten durch und drücke die Platte mal hoch. Ja, jetzt läuft er also ganz sanft. Das kannst du jetzt wahrscheinlich hier nicht sehen. Ne? Also ich verzichte jetzt darauf, den auszubauen. Ich könnte den Sprengring abnehmen und dann das noch alles ausbauen. Das Lager habe ich nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ich habe nochmal in meine Revox-Kiste gegriffen und habe hier, kennt ihr, schämst du bestimmt auch, ja, das Isoflex PDP 65 Spindelöl. Wahrscheinlich ist es eine Art Hydrauliköl, was ich für meine Drehmaschinen auch habe. Aber gut, sei es drum. Ich habe es damals gekauft für den B215. Natürlich nicht B212, wie ich vorhin falsch gesagt habe, um die Sinterbronze-Lager, die der, glaube ich, hat, zu ölen. Und das habe ich hier jetzt auch ein bisschen reingeträufelt. Und das Lager läuft jetzt also wieder ganz wunderbar und sauber. Ja? Und ich merke jetzt auch kein Spiel irgendwie, wenn ich hier groß wackle. Also ich denke, das Lager ist radial, glaube ich. Ne? Ja, radial in Ordnung. Naja, ganz wenig merke ich, aber das ist nicht viel. Ein bisschen muss es ja auch haben, damit es sich ein Ölfilm bilden kann zwischen Achse und Buchsenwandung, ne? Soweit ich weiß. So. Und ja, wo ich tatsächlich jetzt, wie du schon sagtest, eine Aufgabe habe, ist wahrscheinlich hier diese Buchse irgendwie zu erneuern. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was ich mache, ob es die wirklich als Ersatzteil gibt. Dann würde ich mir die stumpf kaufen und mir da ein bisschen Arbeit ersparen. Falls es die nicht mehr gibt, dann muss ich mir irgendwie was drehen. Und dann ist die Frage, aus welchem Stoff, du sagtest ja POM. Ne? Naja, mal gucken. Also, auf jeden Fall bin ich einen Schritt weiter. Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Die Messungen übrigens habe ich schon gemacht. Also das ist alles soweit in Ordnung. Ich habe hier laut Service Manual, du siehst, es ist Wochenende und alkoholfreies Bier ist erlaubt. habe ich hier die Betriebsspannung geprüft. Das ist soweit alles in Ordnung. Und sogar das Augendiagramm kann ich sehen. Für meinen Geschmack ist ein bisschen verrauscht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Höhenlage tatsächlich nicht ganz in Ordnung ist und vielleicht noch optimiert werden kann. Und ja, diese CD, diese Abgleich-CD, die wird natürlich im Service-Manual beschrieben. Ja, ich glaube, es hat schon mal, also im Forum habe ich gelesen, dass sie versucht haben, die zu bekommen, Nummer 3 und Nummer 5a oder wie die heißen, das ist wahrscheinlich aussichtslos. Ne? Und selbst irgendwelche Alternativ-CDs von Philips, irgendwie $200 in den USA irgendwie, und du weißt auch nicht, in welchem Zustand. Also ich glaube, das bringt einen nicht weiter. Ich nehme an, dass der Abgleich hier wird dann, ja, vielleicht nach Augendiagramm und Versuch und Irrtum. Ne? So, danke dir schön nochmals und das hat mir wirklich geholfen. Tschüss Jörg, mach's gut. Ach so, übrigens, wollte ich noch sagen, Funktag, für den Fall, dass du beim Funktag in Kassel am 15. April dabei sein solltest, bist du herzlich gerne eingeladen auf einen Kaffee bei uns am Stand. So, mein lieber Jörg, ich hoffe, du fühlst dich nicht zugeschwemmt von meinen Videos. Wenn, dann bitte sagen, ich meine es nicht böse. Aber ich kann mir vorstellen, dass dich das vielleicht auch ein Stück weit interessiert, wie ich jetzt versuche, dieses Lager, weiß nicht, kann man es überhaupt Lager nennen, also quasi die Schraube, die hier drin war, diese Kunststoffschraube, zu retten. Warum mache ich das? Warum rette ich die überhaupt? Ja, ganz einfach, weil die Einlaufspur, die diese Schraube hat, also die steckt jetzt hier drin in der Spannzange, da kannst du sie sehen, die Einlaufspur, die ist leider nicht exakt
im Zentrum der Drehachse dieser Schraube, sondern ein bisschen daneben. Und wenn ich diese Schraube jetzt drehen würde, was ich ja muss, um das Axialspiel etwas zu erhöhen, ne, damit die Achse nicht mehr so fest eingeklemmt ist und ein bisschen mehr Spiel hat und nicht mehr so viel Reibung, dann würde sich durch das Drehen der Schraube, was ich ja machen muss, diese Mulde, die sich jetzt gebildet hat, seitlich wegwandern durch die Drehung. Die ist ja nicht im Zentrum, im Drehzentrum der Schraube. Und damit würde ich dann einen seitlichen Achsen, ja, eine seitliche Kraft gegen die Motorachse erzeugen. Also ich würde sie verbiegen, ja, wenn ich die drehe. Also ich würde sie aus der Flucht drehen. Und das möchte ich natürlich nicht. Deshalb brauche ich einen ganz klaren, neuen, plangedrehten Grund dieses Schräubchens. Und das versuche ich jetzt. Dazu habe ich hier in meiner Drehmaschine eine Hartmetall-Drehstange von der Firma Horn. Die habe ich mal gebraucht gekauft, sonst kann man die auch kaum bezahlen. Die habe ich eben nochmal angeschliffen. Und damit will ich jetzt versuchen, mit der ganz langsam, oder was heißt ganz langsam, ich brauche eine hohe Drehzahl, da in den Grund reinzufahren, ja, und dann den Grund zu ebnen, damit ich die Laufspur damit beseitige und wieder eine neue gerade Fläche habe, an der ich dann die Motorachse wieder anlegen kann. Mal sehen, ob es klappt. Ich schicke dir das Video und wenn du es siehst, dann weiß ich wahrscheinlich schon, ob es geklappt hat oder nicht. Lustig. Ja. Hat eine ähnlich große Reibung, wird allerdings auch hier von diesem Ringmagneten angezogen und fällt wieder zurück in diese Ebene. Naja gut, ich drücke ihn mal wieder mit der Schraube jetzt ein bisschen aus dem Magnetfeld raus. Aber damit kann man die Höhe ja jetzt einstellen, völlig korrekt. Ja, noch ein bisschen einstellen, läuft er jetzt also deutlich sauberer. Also er läuft jetzt nicht so 7 Minuten nach wie ein Riesenbandschleifer oder ein Doppelschleifer, aber er läuft länger nach. Also ich denke, jetzt das fühlt sich auf jeden Fall besser an. Also auch die Reibung, die man spürt, wenn man das... So, ich habe den Abgleich jetzt wie folgt gemacht, den Höhenabgleich. Ich habe gemerkt, dass das Augendiagramm quasi keinen Einfluss, also ist kein Abgleichkriterium für die Höhe. Ich habe jetzt hier den Schraubendreher unten in dieses Lager gesteckt und habe dann den Punkt gefunden, in die eine Richtung gedreht, wo er dann aussetzt und keinen Ton mehr produziert. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe diese weiße Markierung genommen und dann habe ich in die Gegenrichtung gedreht, fing er wieder an zu spielen und dann den Punkt gesucht, wo er am anderen Bereich aussetzt. Und das waren genau 2¼ Umdrehungen. Also habe ich dann wieder eine gute Umdrehung zurück. Dann scheint er jetzt wahrscheinlich mittig in dem Höhenbereich zu sein, wo er zumindest diese CD wiedergibt. Ich hoffe, das war so richtig. Aber ja, bis jetzt spielt er. Ohne Probleme. Und das... warte mal, ich mache das mal ein bisschen leiser. Und das Augendiagramm sieht jetzt so aus. Naja, man kann die Augen sehen. Also ich weiß nicht, für mich ist es ein bisschen verrauscht immer noch, aber ja, vielleicht ist das so. Also die 550 Millivolt, die an dem Testpunkt zu messen sein sollen, das sind jetzt 100, 200, 300, 400, 550, gut, immer passt eigentlich. Ja, und genau. Das hier ist nicht die amerikanische Telefonnummer eines US-Stars, auch nicht meine, sondern das ist wahrscheinlich die Stück Patennummer oder die Bestellnummer für das EEPROM, was hier normalerweise drin steckt und möglicherweise auch der EEPROM-Inhalt, der nämlich in diesem Teil ist. Weil ich dachte, es hielt ich jetzt für eine gute Idee, wo ich den Revox-Player schon mal geöffnet habe, dass ich dann auch die Daten hier sichere, weil die halten auch nicht ewig. Ne? Ich weiß nicht, welche Garantie ST in diesem Falle hier als Datensicherheit gibt, wie lange die Daten hier in dem EEPROM erhalten sind. Sollte man übrigens das Ding auch wieder drauf machen, damit kein UV-Licht da reinkommt und den Daten halt dann löscht. Aber ich halte es für eine gute Idee, das Teil auszulesen. Und ich habe ja so einen ganz einfachen ein ganz einfaches EEPROM-Auslesegerät. Und das geht sehr gut damit. Ich habe hier auch noch Windows XP drauf auf dem Rechner. Denkt auch nicht am Netz. Dafür ärgert er auch nicht. Und ich kann den Ausleseprozess starten. Ja, ich habe es schon mal gemacht, das überschreibe ich. Und dann sieht das geht ruckzuck. Zack. Jetzt habe ich den Inhalt hier und das sichere ich mir schön auf Festplatte. Und für den Fall, dass das Teil mal kaputt geht. Und warte mal, jetzt erde ich mich aber trotzdem ein bisschen. Da bin ich jetzt ja doch ein bisschen Angsthase. Damit ich hier, wenn ich die Dinger angrabble, obwohl es ja nur ein
nur ein EEPROM ist und keine MOS-Technologie, glaube ich. Schadet nicht. So. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich einen Faden verloren, das macht nichts. Setze ich es wieder hier ein. So. Sind übrigens, muss man auch sagen, da kann ich ja Revox am Zeug flicken, ne? Also diese IC-Fassungen, naja, sind nicht die besten, die es gibt, aus meiner Sicht. Also ich bevorzuge immer die mit den gedrehten Fassungen. Jetzt sind ja leider keine drin. Nee, sind im, auch da ist nur die mit diesen Federkontakten. Die mit den gedrehten IC-Fassungen, muss ich sagen, habe ich bessere Erfahrungen mitgemacht bezüglich Kontaktgarantie. Also Kontaktschwierigkeiten machen die ja manchmal. Sollte man meinen, dass Revox da wirklich nur das beste Zeug kauft, aber naja, vielleicht wusste man das damals noch nicht. So, Kerbe auf Kerbe, klick, drin ist er. Ich glaube, hier muss ich nochmal einen Tropfen Uhu drunter machen, damit der Aufkleber wieder hält. Ne? Ich musste da aber runter gucken, damit ich den EEPROM-Typ identifizieren konnte. Das hilft nichts. Denn nur so kann man es auch mit der richtigen Spannung auslesen. Sonst ist die Gefahr, dass man es beschädigt, wenn man einen falschen EEPROM-Typ in dieses Programm da einstellt. Dann liest er den vielleicht mit 21 Volt aus oder so. Obwohl, ist das nicht nur zum Brennen? Da bin ich mir nicht sicher. Es schadet auf jeden Fall nicht, den richtigen EEPROM-Typ da einzustellen. So, und ich muss sagen, bis jetzt, ich schiebe mal den Mülleimer hier weg, bis jetzt hat der jetzt eine ganz gute Dauerlauffigur gemacht. Ich habe den jetzt ein bisschen laufen lassen und ich schalte ihn mal wieder ein. Naja, macht es aber spannend jetzt, ne? Hoffentlich hat er mir das EEPROM auslesen nicht übel genommen. Und ich habe jetzt eine CD drin, die ganz lange. Mach ich mal lieber aus. Das von, kennt man bestimmt. Meiner Frau zu Weihnachten geschenkt. Und der hat leider bei den letzten Tracks, da wo es besonders spannend wurde, am Ende ausgesetzt. Deswegen habe ich ihn jetzt auch überhaupt auf dem Tisch. Und gerade hier hinten bei Titel 17 hat er vorher Probleme gemacht. Und das macht er jetzt nicht mehr. Jetzt läuft das schön durch. Und auch das Augendiagramm auch hier ist wieder einwandfrei. Übrigens steht der Fuß hier nur, damit mir das Ding nicht nach vorne überkippt. Denn leider gibt es an dem Teil keine Messpunkte für die, für diese, die nennen das immer HF, also für die Hochfrequenz. Also für dieses Signal, was ich da messe, das muss man von unten abgreifen. Deshalb muss man den irgendwie über den Tisch kippen. Ich habe übrigens noch kleine Klötzchen reingelegt, damit der auch einigermaßen in Waage steht. Denn durch das Rüberschieben über die Tischkante, was man braucht, um hier den Tastkopf anklemmen zu können, weil man muss hier an einem Widerstand das Signal abgreifen, ist leider kein Testpunkt auf der Oberseite, würde der sonst nicht in Waage liegen. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das in der Schwerkraft einen Einfluss hat auf den Abtaster, der ja in so einer, das sieht so aus wie so eine mechanische Brücke, ne? In einer Schwenkachse liegt. Ob das vielleicht nicht Einfluss hat, dass dann die Schwerkraft den dann verändert in seiner Position. Oder eine Kraft auf das Ding erzeugt, die möglicherweise ihn dann, keine Ahnung, einen Einfluss hat, einen schlechten Einfluss. Deshalb habe ich den jetzt ein bisschen auf so kleine Holzkerlchen hier gestellt und einigermaßen nach Auge. Ich habe es jetzt nicht mit der Wasserwaage gemessen. So, ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen weichen laufen. Was mir auffällt, ich etwas unglücklich bin. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Die Lampe tatsächlich ist nicht defekt. Die leuchtet noch grün im Innern. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Trotzdem hilft mir das beim Ablesen des LC-Displays ehrlich gesagt wenig. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Bei meinem ist das jedenfalls so. Also da gibt es echt, wenn man das jetzt so betrachtet, ja, also kann ich jedes meiner Messgeräte hier besser ablesen. Na gut, die, natürlich die eingeschaltet sind, als das Ding. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Naja, es zählt, dass er jetzt wieder erstmal spielt und jetzt lasse ich ihn noch ein bisschen laufen. Aber ich habe ein gutes Gefühl jetzt dabei, dass es das jetzt auch damit war. Ja, einen habe ich noch, eine Überraschung. Tada! Was mich jetzt nochmal interessiert ist, das hier ist eine Wärmebildkamera und die habe ich mir tatsächlich mal zu meinem runden Geburtstag gegönnt. Das könnt ihr alle raten, zu welchem? Zum 10. ja. Und ich sehe darin eine sehr sinnvolle Möglichkeit, ja, thermische
Auffälligkeiten zu erkennen. Und das ist doch sehr aufschlussreich. Wenn wir zum Beispiel mal hier mal schauen, also jetzt habe ich hier gerade eine Skala von 20 Grad Celsius bis etwa 70. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? So, und jetzt fahre ich, jetzt filme ich mal den Bildschirm ab und fahre damit mal hier über das Gerät. Ich weiß, dass man Kondensatoren schwärzen müsste, um eine richtige Temperatur abzulesen. Aber für das, was ich hier jetzt sehe und was hier mich so schön anleuchtet, reicht das auch so. Wir sehen hier nämlich, guck mal, mit etwa 70 Grad Celsius so ein schönes kleines IC. Jetzt nehme ich mal hier einen Q-Tip. Nämlich der da, kann man das sehen, der erstaunlicherweise warm wird. Ja? Und jetzt könnte man natürlich mal schauen, darf der warm werden? Ja? Oder sind wir da einem möglichen Problem auf der Spur? Auf der Seite hier, oh, ich hoffe, man kann es sehen, weil meine Lampen so von oben so reflektieren. Naja, es geht. Guck, da sehen wir auch ein IC, was sehr warm wird. Plus 70 Grad. Ja, und das ist hier der die A-Wandler, ouch, ja, der ist auch echt warm. Ja, immerhin, also, ja, und sowas mache ich eben immer sehr gerne. Ich prüfe mal ganz schnell, gibt es irgendwelche Hotspots, die eigentlich keine Hotspots sein dürfen, oder ist das, was ich hier sehe, irgendwie erklärbar? Das ist zum Beispiel jetzt scheinbar ein Relais, was angezogen ist, und man kann dann sehen, dass die Spule im Innern, ist aber schwierig mit dem Abfilmen hier, dass sich erwärmt, ja, das darf es dann auch. Hier, das ist der Gleichrichter, der ein bisschen warm wird. Was haben wir da für eine Temperatur? Ja, etwas über 40 Grad Celsius. Also auch alles erklärbar. Schlimm ist eben immer dann, wenn man da Komponenten sieht, die heiß werden, was nicht erklärbar ist. Ja? Also schön ist auch immer, ich gucke bei Dioden. Jetzt kann ich leider nicht, fehlt mir die dritte Hand zum Scharf stellen. Aber hier sieht man da zum Beispiel auch 45 Grad. Das ist hier eine Diode, die so warm wird. Und bei metallischen Flächen muss man aufpassen, weil die dann spiegeln. Ja, also das hier zum Beispiel, da sieht man, wenn man Pech hat, nachher noch mich. weil die tatsächlich thermisch spiegeln. Ja, guck mal, hier sieht man meine Deckenlampe hier und mein Handy. Ja, sieht man tatsächlich in dem reflektierenden Aluminium, weil das die Infrarotstrahlung reflektiert. Also das ist mit etwas Fachverstand einzusetzen. Aber ansonsten, wenn man ein paar Sachen halt mal gelernt hat, ist das auch eine gute Sache. Der hier wird zum Beispiel 55 Grad heiß. Ja, was ist das hier? SAA 7210. Müsste ich jetzt im Schaltplan nachgucken, was das ist und ob der eben auch heiß werden darf. Also das ist nochmal so eine kleine Empfehlung, was ich immer gerne bei Geräten mache. Vor allen Dingen bei der Fehlersuche ist das auch manchmal gut, bei Endstufen, wenn irgendwas heiß wird, immer die Frage stellen, darf das heiß werden? Also bei dem hier fände ich es zum Beispiel spannend. Ne? Das hat er sich gerade mal kalibriert. Bei dem Teil darf der denn warm werden? Ja, ich gehe mal davon aus, ja, aber ein Blick in den Schaltplan würde es verraten. So, das war's. Vielleicht war ja noch was Interessantes dabei. Tschüss und schönen Abend.